Hallo ihr Lieben, es ist wieder Jaros Kreativkartenzeit. Wenn ihr sehen möchtet, was ich aus diesen Sachen hier für eine Karte mache, zu dem Thema Rot, Garten und Stanze, dann bleibt einfach dran. So, ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Dann schauen wir mal. Ich habe hier schon Sachen ausgestanzt. Ich hatte ja eben schon gesagt, was das Thema ist. Rot, Garten und Stanze. Also das hier habe ich jetzt alles ausgestanzt. Die Stanzen selber hat man ja vorhin vor dem Intro gesehen. Ich habe jetzt hier die Katze ausgestanzt, ein paar Flecken drauf gemalt. Ah ja, wir gucken mal, wie wir hier das Rot unterkriegen. Mit dem Grün bin ich mir noch nicht so richtig sicher hier. Auf jeden Fall das hier, auf jeden Fall. Und ich weiß noch nicht, das habe ich eben noch entdeckt, ob ich dieses hier als Hintergrund nehme. Oder ich hatte eigentlich die Strukturpaste hier. Weil ich habe hier einmal diese Bäume. Was habe ich denn hier noch? Nee, es passt alles nicht. Und ich habe hier die Blumen. Oder ich dachte halt, dass ich, das was ich hier, eine Blumenranke. Sie ist natürlich zu groß, gar keine Frage. Oder ob ich hier unten die Blumen hinmache. Es ist definitiv zu groß. Als Hintergrund die Bäume, dann wäre es ja eher ein Wald, ne? Also die Bäume lasse ich, glaube ich, weg. Ich mache das erstmal hier mit der Strukturpaste, weil die muss ja sowieso trocknen. Steht hier irgendwas drauf, das ist schon eine Weile her. Nee, steht nichts drauf. Ich färbe die jetzt auch nicht ein. Ich lasse die dann einfach so weiß. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall muss die ja trocknen. Ein bisschen vom Mikrofon weg. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Erstmal mache ich hier das ganze Plastik noch weg, was zu viel drin ist. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht im Bild, aber hier seht ihr das, da ist Plastik drin und hier auch noch und das mache ich mal gerade weg. Ich habe diese Schablone hier nämlich noch nicht benutzt. Und ja, ich weiß es halt noch nicht, ne? Jetzt ist natürlich die Entscheidung. Ah, da ist noch mehr. Wie mache ich das? Also dieses Thema Garten ist ja echt doof, ne? Da ist noch mehr. Ich mache mal gerade auf Pause, das dauert hier ja nur unnütz zu lang. Moment bitte. So, jetzt habe ich es raus. Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, so wäre ja schon ganz cool, ne? So ist, glaube ich, schöner als so. Doch ein. Ich habe kein anständiges Rot. Was machen wir? Ich mache das anders. So. Oh Gott, ich habe schon
schon lange nicht mehr mit der Strukturpaste gearbeitet. Ich klebe das mal gerade da oben fest, weil ich kenne mich. Bei mir verrutscht das. So, einmal da festkleben. Und ich klebe es so auch noch fest. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich mache es vielleicht auch gar nicht richtig, ich weiß es nicht, ich habe das noch nicht so oft gemacht. Aber wichtig ist, dass das Ergebnis zählt. Schauen einfach mal. Mal gerade wieder zu, ne? Ehrlich, dass das hier austrocknet. Da kam noch Strukturpaste hin, wo keine hin sollte. So, aber sonst sieht das schon mal ganz gut aus. Ich lege es jetzt mal gerade beiseite zum Trocknen und wasche das ab. Ich bin gleich wieder da. So, dann habe ich alles abgewaschen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn das trocknet. Also ich habe das jetzt erst, ich weiß gar nicht, wie oft gemacht. Also 2-3 Mal vielleicht, wenn es hochkommt. Und ich habe es immer gleich abgewaschen. So, dann das hier muss auch trocknen. Das habe ich nämlich noch nicht. Dann nehme ich mal den Fünfer. Das stanze ich nämlich immer in Weiß aus. Und dann male ich mir selber die Streifen in Schwarz. Ja. Ja, ich hinke total hinterher. Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit wieder gelegen habe. Ich weiß gar nicht, 3-4 Tage habe ich jetzt gelegen. Ah ja, heute wäre der 4. Tag gewesen. Und ja. Da habe ich mich jetzt heute Abend dran gesetzt. Weil ich auch noch die Box basteln musste für Sonntag. Und die Kopfschmerzen sind weg. Das war ja auch so ein Ding. Ich musste von Apotheke zu Apotheke fahren und ich habe keine Dolomin-Migräne bekommen. Die nehme ich am liebsten, weil die so schnell wirken. Ja, die Apotheken kriegen das gerade nicht geliefert. Die eine hatte gestern noch so ein paar Packungen gekriegt, hatte das denn dem einen Kunden gesagt. Und dann hat er alle Packungen mitgenommen. Naja, und unser eins hat dann keine, ne? Scheiße. Ja, sie hatte mir dann was von Ratiopharm empfohlen. Aber, weiß nicht, habe ich so gedacht. Nee, ich habe dann gesagt, ich fahre nochmal zu einer anderen Apotheke. Aber, nee, war nichts zu machen.
Ja, und dann habe ich mir die von Ratiopharm mitgenommen. Also die Dolomin, bilde ich mir ein, wirkt schneller. Ich hatte meine Brille dann auf, Körnerkissen im Nacken und. Ja, naja, wie das halt so ist. Irgendwas wollte ich. Ich hatte mir hier nämlich den Pinsel hingepackt. Ja, keine Ahnung. Erstmal doppelseitiges Klebeband. So. Also so richtig hundertprozentig ist das jetzt immer noch nicht mit meinem Kopf. Aber ich möchte auch endlich die Videos gemacht haben und ja, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Termin beim Neurologen und beim Rheumatologen, weil die Ärzte immer noch nicht herausgefunden haben, was ich habe. Und ich habe ja so wahnsinnige Schmerzen. Und das nockt mich echt aus. Das Gehen macht mir Schwierigkeiten. Die Hände schmerzen. So, wenn ich so Fäuste mache, nachts kann ich gar nicht. Die Hände sind nur gerade. Kriege ich gar nicht gebogen. Das ist ganz schlimm. Am Tage geht es einigermaßen, aber halt unter Schmerzen. Ne? Das ist hier jetzt alles nur unter Schmerzen. Ja. Ist halt so, aber lasst uns nicht über Krankheiten reden. Ich rede ja über Krankheiten. Also ich höre da jetzt mit auf. So, ich klebe das jetzt erstmal drauf. Wo habe ich denn? Da. Ich hoffe, mit dem Mikrofon, das geht jetzt so. Sonst hatte ich das Mikrofon immer hier oben am Handy. Oder ich hatte es hier runterhängen. Jetzt habe ich mir hier so ein Konstrukt gebaut. Ich weiß gar nicht, sieht man das Kabel? Nee, sieht man nicht. So ein Draht hier an die Halterung gemacht, dass das so in Mundhöhe ist. Weil wenn ich das T-Shirt, Pulli oder was auch immer ich gerade anhabe, dran habe am Kragen, wie das eine Mal. Und ich muss dann niesen oder husten, kann ich mich ja nicht wegdrehen. Ne? Und ja, dann hatte ich immer das Gefühl, man hört mich schlucken. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Ist ja was ganz Normales, aber irgendwie muss das ja nicht sein. Ne? So, dann kleben wir das mal hier drauf und dann gucken wir einfach mal, welchen Hintergrund wir am Ende nehmen. Wahrscheinlich werde ich das Video erst morgen weiter drehen können, weil ja die Strukturpaste trocknen muss. So. Weiß es halt auch nicht, ne? Ich weiß es nicht. So, dann bastle ich hier erstmal das Mädel zusammen. Na? Oh, ernsthaft? Erst wollte ich das so machen. Ah, da hatte ich dann irgendwie keine Lust zu. Ah, komm mal raus hier. Da habe ich auch schon eine Karte, die noch nicht ganz fertig ist, im Schrank. Da war ich nämlich erst am Überlegen, so eine Eselkarte zu machen, die dann in der Mitte ausgestanzt ist und sie auf der Schaukel, die kann dann richtig drin schaukeln. Ich war gerade am Überlegen, die Karte zu holen, aber ich lasse es jetzt. Die habe ich hier im Schrank, aber da hatte ich jetzt irgendwie keinen Nerv zu. Und ja, habe mich dann für diese beiden Varianten entschieden. Ich klebe jetzt gerade erstmal die Gorgeous zusammen. Und dann gucken wir mal. Ja, den Ast ist von meinem Halloween-Set.
Da habe ich gedacht, da kann sie dann dran baumeln, wenn das passt. Ja. Ein rotes Kleid wollte ich ihr nicht anziehen. Ich mag ja gerne rosa, ne? Und deswegen, oh, ernsthaft jetzt hier. Deswegen kriegt sie ein rosanes Kleidchen an. Aber irgendwie, ich krieg die Dinger nicht hoch. Das ist doch echt nicht schön. Ja. Oh, ich kann nicht greifen. Das ist echt furchtbar. Wo fange ich an? Ich glaube, ich klebe sie hier erstmal fest. Kopf erstmal festkleben. Ah, ich habe auch nichts zu erzählen, ne? Es wird ja langweilig. Meine Hunde waren jetzt beide krank. Also die Lady, der ging es gestern gar nicht gut. Da habe ich dann sogar Tablette gegeben. Die hat öfter mal Magenprobleme. Und ja, da ich habe gerade überlegt, wie ich den ranklebe. Und da war ich schon öfter mit beim Tierarzt und da habe ich halt noch Tabletten, die er mir sonst immer gibt. Und die habe ich ihr, da habe ich ihr gestern Morgen ein Viertel gegeben. Es ging dann über den Tag einigermaßen. Also ich gebe echt nicht gerne den Tieren Tabletten, aber die hat sich gestern so gequält. Das war echt schon nicht mehr schön. Und ja. Dann wurde es auch nicht besser. Beim Spazierengehen blieb sie dann auch ganz weit weg. Und aber so, dass ich sie halt im Blick hatte, ne, in der Feldmark. Ja, und der Tierarzt sagt dann immer, sie darf dann nichts fressen. Ich habe ihr dann aber nur so ein ganz kleines bisschen gegeben, weil ich es doof fand, dass Diva frisst und Lady darf nicht. Also hat sie ein ganz kleines bisschen zu futtern gekriegt. Und es ging dann im Laufe des Abends einigermaßen und ganz viel gekuschelt. Ich habe ja gestern auch gelegen, weil es absolut nicht ging. Und ja, dann liegt sie immer entweder auf meinem Schoß oder auf meiner Brust liegt sie und dann kuschel ich mich so an sie ran. Ja. Und dann habe ich gestern ihr Bäuchlein gestreichelt. Das brauchte sie gestern irgendwie. Ja, so ist das mit den Hunden. Wisst ihr was? Hier unten kann ich noch irgendwie. Habe ich hier was? Ich habe ja immer irgendwelche Reste hier rumfliegen, ne? Was weiß ich? Gar keine Heißklebepistole an. Nee, das Schwarz nicht. Hier habe ich so ein kleines Stück. Das könnte man. Sieht doof aus. Ah. Wenn man das so macht. Pistole wieder aus, das sieht irgendwie beziehungsweise
auch nicht schön. Was habe ich denn hier? Nee, ich. Ah, warte mal, hier habe ich noch Pink. Als Klingelpistole ist an. Das mache ich. So, dann klebe ich jetzt erstmal. Habe ich aber Angst, wenn ich die Arme anklebe. Ja, ich klebe sie einfach an, dass sie dann nicht richtig sitzen, wenn sie auf die Schaukel kommt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber bestimmt, das ist irgendwie doof hier mit dem Kleber. Ach Mensch, komm doch einfach mal hoch. Wird schon schief gehen, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, das wird schon gehen. Das wird schon gehen. So, dann machen wir hier jetzt erstmal. Wo haben wir denn den Stift? Jetzt klebe ich erstmal hier ein Schleifchen hin und da ein Schleifchen. Das hier ist der Kragen, ne? Dann kleben wir den Kragen dahin. Da kommen noch Glitzersteine dann drauf. Wie sieht so ein Heißkleber aus? Gut. Okay. So, dann mache ich hier jetzt mal Heißkleber. Bin ich im Bild? Heißkleber drauf. Und mache das Tüll drüber. Das Tüll, den Tüll. So, oh, den Kleber von den Fingern ist gegen die Leine. Das kann ich nicht leiden. So, Rotgartenstanze, genau. Und dann schneide ich hier die Seiten noch ab. Ja, nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Und jetzt können die Beine ran. Die hat ja immer die Beine irgendwie so, ne? Dann würde ich sagen, klebe ich die Beine erstmal so übereinander. Oh, ja, genau. Die Füße erstmal so übereinander. Und dann werde ich die wahrscheinlich
mit Heißkleber festkleben müssen, genau. Ach, da lösen die sich wieder. Habt ihr das auch manchmal? So einen ollen Ohrwurm? Oh, ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm. Von einem 96-Lied im Ohr. Das singe ich gerade gedanklich. Oh Gott. So, machen wir das jetzt so. Da war sie doch glatt mal festgeklebt. Gehört noch auf den Schoß. Sieht das eigentlich aus? Geht mein Handy auf? Ja. Muss ich ja irgendwie seit neuestem immer drauf achten. Ach so, genau. Ich hole mal gerade hier meine Kreide vor und Pinsel. Und wir müssen noch die Wangen machen. Normalerweise, wenn ich hier sitze und bastel, habe ich immer mein Tablet hier, das steht hier sowieso, und dann habe ich immer Netflix an und gucke eine Serie oder einen Film. Also ich gucke dann aber meistens das, was ich so nicht gucke, weil ich hier nicht so aufmerksam verfolge, ne? Oder ich Skype mit meiner Schwester und dann basteln wir so zusammen. Die lebt ja in Österreich, das wisst ihr ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Genau. Und dann hat sie das Tablet bei sich und ich habe meins hier. Ja, und dann skypen wir. Ich glaube, ich mache die Schaukel hier erstmal so fest. Ist natürlich doof, dass die Schaukel aus dem gleichen Holz ist wie der Baum. Aber egal. Ich habe irgendwie kein anderes Braun gefunden. Oh, das mag ich an diesem Kleber nicht. Der ist so toll, der Kleber. Ich liebe ihn. Aber diese, oh, seht ihr das? Diese Fäden, das nervt mich. So. Und hier an den Ast. Ach, hat die Schaukel festgeklebt. Und sie klebt natürlich auch, oh Mann. Ja, das kann ich nicht leiden, ne? Dieses Filigrane und wenn das nicht klebt, klebt es eher am Finger. Oh, entschuldigt. Ja. Furchtbar. Furchtbar. So. Und sie muss jetzt da auch ran. Das heißt, die Hände gehören dahinter und die
Haare können nach vorne. So. Genau. Und dann kleben wir sie hier mal fest. Und die Hände mag ich eigentlich gar nicht festkleben. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn die locker sind. Ah, jetzt klebt das da natürlich nicht. Das heißt, wir müssen da Heißkleber hinmachen. So, damit das klebt. Genau. Ja, und dann würde sie halt hier hinkommen. Sie schaukelt. Die Beine vielleicht noch mal so ein bisschen nach hinten knicken. So. Und dann habe ich mir gedacht, was habe ich mir denn gedacht? Ah ja, genau. Ja, das ist jetzt das Problem. Das hier trocknet ja noch. Schön aus. Ne? Dann würde halt hier unten noch so Rasen hinkommen. Beziehungsweise der hier, der ist komplett. Und ich hatte mir diese hier ausgestanzt. Beziehungsweise, nee, ich wollte die hier nehmen. Passt hier nicht mit. Das geht hier dann doch besser, ne? Weil dann kann ich es nämlich hier hin machen. Mal gucken, wofür ich die hier nehme. Das mit der Strukturpaste, das wird nichts. Und hier wollte ich nämlich den Rasen hinmachen. Und hier wollte ich, dass es so. Zwei Ebenen sind. Jetzt habe ich aber Angst, dass ich das versaue, weil ich das noch nie gemacht habe. Naja, mehr als schief gehen kann es nicht. Ich probiere es mal gerade. Ich habe nur dieses eine Grün hier. Ich versuche es mal gerade auf. So ein Stück hier. So, du kommst beiseite. Ich habe das noch nie gemacht, Leute. Noch nie. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier mitgeht. Ah, okay. Natürlich irgendwie nicht so toll aus, ne? Nee, das gefällt mir nicht. Das lasse ich, dann nehme ich das jetzt als Schmierblatt. Das
gefällt mir nicht, das lasse ich. Das muss ich üben und der Pinsel ist auch irgendwie doof dafür. So, also das hier kommt in den Müll. Aber ich habe ja hier, ich kann ja hier verschiedene Ebenen kleben. Das heißt, genau, dann machen wir das, schneiden wir das hier. Ich glaube, ich war gerade nicht im Bild, ne? Ich habe gerade geguckt, ob ich das lieber so hinklebe oder so, aber ich glaube, so gefällt mir das besser. Und dann klebe ich das hier dahinter. Da ist jetzt natürlich Kleber zu sehen. Was ist denn da jetzt runtergefallen? Ah, eine Weihnachtskugel von meiner Deko hier, wenn ich meine Kisten mache. So, dann haben wir noch eine dritte Ebene und dann kann ich das nachher hier hinkleben. Und ich habe dann noch kleine Blumen. Ich gucke dann nochmal von dem einen Einhorn, was ich habe. Das hat so ganz kleine Blümchen. Und wie sieht das denn aus? Oh, das nehme ich nicht. Genau, und dann habe ich hier noch die roten, kann ich aus. Tanzen und als Blüten nämlich ausschneiden. Hier habe ich schon ein paar ausgestanzte und diese hier kann ich noch ausschneiden und da drauf kleben. Jetzt
Beziehungsweise, ich glaube, ich will die hier gar nicht so hoch haben. Ich will die auch nicht grün haben oder so. Das wird mir dann alles zu viel. Das könnte ich nämlich noch hier zwischenkleben. So, ich glaube, das gefällt mir viel besser. Und das kommt da hinten so hinter. Das ist definitiv zu groß. Ich könnte ja hiervon auch kleine Blumen hier hinkleben. Das kann ich dann machen. Dann brauche ich den nicht ausstanzen. Genau. So machen wir das. So, jetzt klebe ich erstmal die große. Erstmal die Gorgeous. Genau. Oh, geht mein Handy noch? Ja, ich mache mal lieber auf Pause. Es lief zwar gerade 33 und letztes Mal ist es bei 31 und abgebrochen, aber ich traue dem Frieden nicht. Dann lieber einmal kurz auf Pause und man weiß, man braucht keine Angst haben. Sicher ist sicher. So, Madel. Cool, ich kann dich auch weiter runterhängen, dann können wir da oben vielleicht noch einen Spruch hinmachen. Oh, so eine scheiß Idee, ne? Das war jetzt keine so schöne Idee. Oh, ich gucke mal, dass ich das hier noch wegkriege. Ja, wird schon gehen, wird schon gehen. So. Sonst kommt sie da zu hoch. Das machen wir so. Also dieses Thema ist echt nicht schön. Das muss ich schon sagen. Dieser Garten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie das als Garten durchgehen lassen. Ich hatte noch so eine andere Idee. Auch hier Blumen hinmachen. Und Stuhl. Hinten im Hintergrund ein Fenster, hatte ich erst gedacht. Und vorne ein Tisch mit Stuhl und Blumen und davor Wiese. Und ja, also ich habe halt nur diesen Rasen und Blumen. Ich habe keine Gießkanne oder sonst irgendwas. Oh, nee, ich habe da nichts. Aber ich hatte mir halt vorgenommen, bei allem mitzumachen von den beiden, bei allen Themen. Und ja, schauen wir mal, ob das durchgehen lassen, die beiden. Da muss noch mal ein bisschen Kleber hin. Das könnte man. Ach nee, auf 3D. Oh Mann, ey, meine Finger. Auf 3D habe ich jetzt gar keine Lust. Ich kann nicht zugreifen. Ich glaube, ich muss gleich aufhören.
Ich wollte eigentlich noch die zweite Karte machen, aber das wird nichts. Zu erzählen habe ich halt auch nichts, ne? Deswegen habe ich jetzt auch schon lange keinen Vlog mehr gemacht, weil, ja, was soll ich erzählen? Was soll ich erzählen? Die da könnten wir noch nehmen. Ja, nicht schön, ne? Also ich finde sie jetzt nicht so toll. Ja, lass dir das als Garten durchgehen. So, ich wollte ich ja noch machen. So, das ist diese hier. Huch, Entschuldigung. Und dann schneide ich hier noch die. Ist da, was man da auch machen könnte? Man könnte hier einmal. Rausschneiden, die können wir auch rot-weiß machen. Machen wir einfach mal. Wenn jetzt doof aussehen kann, ist ja nicht. Die ganze Karte sieht ja schon nicht so toll aus. Ja, die andere Karte hat dann Thema Musik, Stoffband und Rosa. Also da kann ich schon eher was mit anfangen. Das wird schon eher was. Naja, Rot haben wir jetzt reichlich drin, ne? Genau, die können da noch mal hin. Diese
Kleber mit seinen Fäden. So, Heißklebepistole kann aus. Was mir gerade noch einfällt, ich habe so kleine Schmetterlingsstanzen, um Schmetterlinge rumfliegen. Aber in was für einer Farbe? Oder stempeln wir lieber irgendwas? Und warum sag ich schon wieder wir? Ihr macht ja gar nichts außer gucken. Gorgeous Moments. Da haben wir keinen Spruch. Ein Igel habe ich hier noch. Guckt mal. Aber der Igel ist nicht ganz. Ja, den Igel machen wir noch. Hier habe ich noch den, wo war das denn eben? Stehen hier? Auch nicht. Dem hier, just for you. Es verliert sich irgendwie, ne? Das machen wir gleich nochmal. Ach, das verliert sich. Das sieht nicht aus. Das ist einfach. Das sieht dann aus wie gewollt und nicht gekonnt. Das ist auch doof. Ah, schon wieder Gorgeous Moments. Ich gucke mal gerade nach einem Stempel, den ich hier oben hin machen kann. Das langweilt euch nur. Ich mache nochmal auf Pause. So, ich habe jetzt das hier schon mal ausgepackt. Ich hole mal gerade eine Sidekick vor. Hier diese kleinen Schmetterlinge. Ich gucke mal, ich habe mal hier so dunkles Papier genommen. Mal gucken, ob das aussieht. Allerdings sind diese Stanze ist total schön. Da kannst du so reinstanzen. Und dann bleibt das da drin. Na? Finde ich total schön. Wir müssen sie jetzt natürlich noch ausschneiden. Ich muss sie noch ausschneiden. Das heißt, ach ja, nee, schon klar. Oh. Aber der wäre eh zu groß gewesen. Ja, der passt ja nicht. So. Glitzersteine brauchen wir dann noch.
Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe keinen Spruch gefunden. Ich weiß nicht, was ich hier für einen Spruch hinkleben soll. So, ich denke mal, das geht auch mit den Schmettis. So, dann habe ich hier mal so einen braunen geholt. Das überhaupt mit dem Igel aussieht. So. Der da drauf und dann müssen wir ihn noch mal hier drauf machen. So. Dann schneide ich ihn eben aus. Ach, das ist doch ganz niedlich. Und das hier auch. Ich hatte hier jetzt noch mal Schmetterlinge, schwarz Glitzer habe ich hier noch hingelegt, aber nee. Hier schneide ich jetzt nämlich Ohr schneide ich auch mal mit aus. Das Gesicht aus. So. Das hier kann der Müll. Das hier ist das Gesicht. Dann noch das klitzekleine Ohr. Glaube, das geht so besser. So machen wir das. Da kommt jetzt das Ohr hin. Wo ist denn das Ohr? Da. So. Und das Gesicht ist hier nicht so richtig ordentlich ausgeschnitten. Da gehen wir nochmal nach. Und dann kommt das Gesicht hier noch drauf. Also das mache ich eigentlich ganz gerne, dass ich Stempel immer auf verschiedenem Papier aufstempel und dann halt ausschneide, weil der Igel ist ja nicht rein in diesem dunkelbraun. Das nervt mich, dieses Fadenziehen von diesem Kleber. Und dann fliegen mir die Sachen immer durch die Gegend. Ich liebe ja diesen Kleber, der ist echt toll, ne? Aber das geht mir auf die Nerven. So. Achso, halt, den kleben wir ja noch hier hin. So, er will nicht kleben. Meine Heißklebepistole ist schon aus. Klebt doch da einfach fest, Junge. So, ich mache jetzt da unten nochmal Kleber drauf. Jetzt aber.
Ja, jetzt hole ich mir mein Glossy, weil Steine klebe ich immer mit Glossy drauf, weil ich finde, das Glossy klebt da einfach viel, viel besser. Und dann gucke ich mal eben schnell nach Glitzersteinen. Hier habe ich schon mal so ein paar abgefriemelt und hier reingepackt, aber die sind alle zu groß. Das heißt, das wäre ja auch witzig, ne? Oder? Ist das too much? Nee, das ist too much, das gefällt mir nicht. Die sind zu groß. Es ist immer noch ein bisschen Kleber dran, obwohl ich ihn eben abgemacht habe. Alter, also heute geht gar nichts, echt. Hiernach mache ich auch nichts mehr. Das wird heute nichts mehr mit der zweiten Karte. Oh, der Kleber geht auch nicht gleich ab. Manchmal hat man das Glück, dass er auf diesem Kunststoffstück hier kleben bleibt. Aber diese Klebepunkte darunter könnt ihr vergessen, das klebt nicht ewig. Ich habe das schon so oft gehabt, dass die Steine dann überall klebten, aber nicht da, wo sie kleben sollten. So. So, die Schmettis, da wollte ich immer ganz gerne dann Schwarz drauf kleben. Aber nicht schwarz in Glitzer, sondern schwarze Halbperlen.
So habe ich mir das gedacht. Ja, das ist schon echt hier eine Friemelarbeit immer, ne? Diesen ollen Kleber da abkriegen. Das macht keinen Spaß. Es ist doch nicht wahr, ehrlich mal. Es ist doch nicht wahr. Klebt immer noch ein Stück dran und ich krieg's einfach nicht in den Finger und jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Oh Mann, das war ja eine schwere Geburt. So, ich räume hier gleich alles in Ruhe weg. Ich mache dann Feierabend und ich muss mal gerade knistern und hier das wegpacken, das stört mich. Und ja, das ist jetzt meine Karte und ja, ich hoffe, sie. Naja, Garten. Ich hoffe, sie kommt durch, was den Garten angeht. Okay, dann sehen wir uns im. Nee, gar nicht mal. Wir hören uns im nächsten Video. Ich komme mal näher ran. So, das ist jetzt mein Resultat. Auch das mit dem Tüll hier, das geht ja, ne? Sieht gar nicht so doof aus. Ja, das ist jetzt das Ergebnis von meiner Karte. Ich habe hier jetzt so einen giftgrünen Umschlag. Ich werde heute nichts mehr machen. Ich werde den noch bestempeln, eventuell. Ich weiß zwar noch nicht mit was, vielleicht irgendwelche Blumen oder so. Ja, das. Wichtig ist ja, dass die Karte ist. Okay, ich mache jetzt Feierabend, das reicht. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und. Ja, wie gesagt, dann hören wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ciao, ciao.